Unabhängig von den Zahlen, die wir Ihnen jetzt gleich darlegen wollen, bezogen auf den Februar, waren und sind die Zweitimpfungen in Rheinland-Pfalz umfassend gesichert. Und darauf kann sich jeder Bürger und jede Bürgerin auch verlassen. Ich habe mich sehr mit anderen Ministerpräsidentenkollegen und Kolleginnen für den Impfgipfel eingesetzt. Und bereits im Vorfeld dieses Gipfels ist ja einiges in Bewegung gekommen. Am Freitag hat der Bundesgesundheitsminister in der Gesundheitsministerkonferenz verkündet, die Lieferungen bis zum 22.02. hat er präzisiert und auch dargelegt, dass mit AstraZeneca ein neuer Impfstoff auf den deutschen Markt zugelassen sein wird. Und ich bin sehr glücklich, dass wir hier heute beide miteinander nochmals feststellen können, dass Rheinland-Pfalz deutschlandweit ganz vorne mit rangiert, wenn es um die Anzahl der Erstimpfungen geht. Nämlich 143.000 Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen sind inzwischen erstmals geimpft. Die Zweitimpfungen laufen wie geplant und auch auf volle Tour. Und wir sind auch sehr froh darüber, dass wir heute sagen können, der Impfzug in Rheinland-Pfalz, er rollt weiterhin. Er rollt im Februar nicht ganz so schnell, wie wir es uns gewünscht hätten, aufgrund weniger Impfstoff, als jetzt eben da ist. Aber er rollt und er wird weiter rollen. Und ich bin froh darüber, dass wir die 30.000 Erstimpfungen, die ja dann verschoben worden sind, ab dem 17. Februar jetzt auch komplett wirklich ihre Termine wahrnehmen können, weil wir wissen, dass der zugesagte Impfstoff eben kommt und dass wir da überhaupt gar keine Probleme haben werden. Die Menschen, die jetzt ihren Termine hatten und dass sie sie wahrnehmen können und dass sie ab dem 17. Februar auch nachgeholt werden können. Erstmals, ich habe es eben gesagt, steht uns laut Ankündigung ab der kommenden Woche auch der Impfstoff AstraZeneca zur Verfügung. Die Ständige Impfkommission und die Bundesregierung haben ja beschlossen, dass es bei dem 65 Jahre bleiben wird. Also der Impfstoff kann Menschen vergeben werden, die unter 65 Jahre alt sind. Deshalb setzen wir diesen jetzt auch ein, um Menschen bis 65 Jahre aus dem Terminpool zu impfen. Das ist auch ein ziemlicher strategischer oder praktischer Aufwand jetzt gewesen, aus dem Terminpool dann diejenigen herauszufiltern, die 65 oder nur unter 65 Jahre alt sind. Das sind 22.000 Menschen, die sie erhalten in den kommenden Tagen dann ihren Impftermin und sie werden noch im Februar in den Impfzentren geimpft werden. Auch die Krankenhäuser und die niedergelassenen Ärzte sollen sich jetzt melden können, wie viele Dosen sie für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen benötigen. All diese Personen sind Personen aus der Priorität 1. Das will ich nochmal feststellen. Denn der Prio 1 sind eben die Menschen, die über 80 sind und älter als 80 sind, aber eben auch in bestimmten beruflichen Bereichen unterwegs sind, die bis 65 sind. Das wird vielleicht Frau Betzing-Lichtentäler dann auch nochmal konkretisieren. Die im Impfpool, die 22.000 Menschen, werden jetzt eben entsprechend Termine bekommen für AstraZeneca und darüber hinaus die Krankenhäuser. Aufgrund dieser neuen Planung wollen wir bis Ende Februar 200.000 Erstimpfungen und 140.000 Zweitimpfungen vornehmen. Das ist dann die Gesamtzahl. Auch wenn wir kurzfristig nicht deutlich mehr Impfstoff erhalten, das ist ja ein Ergebnis aus dem Impfgipfel, so können wir doch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Rheinland-Pfalz hat ja bereits bewiesen, dass es einerseits flexibel auf kurzfristige Veränderungen reagieren kann, andererseits aber den Menschen auch schnell und verlässlich den rettenden Peaks ermöglichen kann. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass das Ärzteblatt uns heute bescheinigt, dass wir im Bundesvergleich zur Spitzengruppe bei den Impfungen in Altenheimen gehören. Wir haben in 90% aller Alterseinrichtungen geimpft, Baden-Württemberg in 42%, Hessen in 64%. Es war uns ein großes Anliegen, dass wir genau in den Alten- und Pflegeeinrichtungen auch schnell vorankommen. Wir sind sehr froh, dass das Ärzteblatt das heute so festgestellt hat. Wir haben Hand in Hand mit der kommunalen Familie in einer gemeinsamen Kraftanstrengung die Impfzentren aufgebaut und sie funktionieren wirklich auch hervorragend. Die Impfinfrastruktur funktioniert in unserem Bundesland. Wir haben die Kapazität, um täglich 20.000 Menschen zu impfen. Und deshalb sehen wir auch sehr gelassen diese Ankündigung entgegen, dass wir ab dem zweiten Quartal erheblich mehr Impfstoff bekommen werden. Was macht uns zuversichtlich, dass mehr Impfstoff kommt im zweiten und dritten Quartal?
Zuversichtlich macht uns die Ankündigung der Pharmahersteller, die auf dem Impfgipfel. BioNTech hat zum Beispiel vorgestellt, dass sie in einem Produktionsnetzwerk mit mehr als einem Dutzend von Kooperationen in Europa aktiv sind. Weitere Impfstoffe stehen kurz vor der Zulassung, sodass wir ab dem zweiten Quartal eben deutlich mehr Impfstoff bekommen werden. Mit BioNTech und Schott, das möchte ich auch noch mal unbedingt hier in dem Kreis sagen, haben zwei maßgebliche Unternehmen aus Rheinland-Pfalz am Impfgipfel bei der Bundeskanzlerin gestern teilgenommen. Mir war es auch sehr wichtig, auch dass Schott mit dabei war. Mit allergrößter Hochachtung begleite ich wirklich und verfolge die Entwicklungen dieser beiden Unternehmen, gerade in den letzten 12 Monaten. Es ist wirklich sehr, sehr ja, es ist mehr als respektvoll zu sehen, was dort Männer und Frauen wirklich ja in Gang setzen, um möglichst einen großen Anteil oder Beitrag zu leisten im Zusammenhang mit den Impfungen in Deutschland und in der Welt. Schott liefert 55% der Glasverpackung, also es sind die Fläschchen für 2 Milliarden Dosen Impfstoff. BioNTech hat seine Lieferzusage von 1,3 Milliarden Dosen um 54% gesteigert auf 2 Milliarden Dosen.